Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Ich bin der Andi und ich wünsche euch viel Spaß in der heutigen Folge. Heute geht's ja weiter mit dem Riesentor. Will ich jetzt mal so sagen, wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja den Shortcut geöffnet. Und wir haben einen Ritter hatten wir schon erledigt, aber den müssen wir jetzt wahrscheinlich nochmal machen, weil ich ja resettet habe. Und da sind die blöden Klingelmänner wieder, so sage ich jetzt mal, die immer wieder aufhören mit Leben. Aber ich schaue jetzt mal, ob ich hier den nicht rauspullen kann. Es sind nämlich zwei, müssen es sein. Und nochmal, komm her. Die füllen sich immer wieder auf, das ist scheiße einfach. Ah, die machen Schaden. Und ist wieder voll. Ich muss erst den hinten erledigen. Der ist schon mal down. Boah. Da ballere ich meine ganzen Äste schon mal anfangen. Nein! Und gestorben. Eieiei. Kann ich die nicht irgendwie one-shotten oder sowas? Oder ich renne gleich rein. Kill den gleich. Ja, das werde ich jetzt machen. Einfach reinstürmen. Und den gleich wegballern. Weil der Ritter steht ziemlich weit oben, bis der runterkommt, dabei müsste ich den anderen eigentlich schon down haben. Jetzt muss ich nur schauen. Ah, der ist so weit hinten, gell? Der steht so weit hinten, jetzt pulle ich den anderen hundertprozentig mit. Dann müsste doch hier stehen nochmal irgendwo, oder? Egal, rein. Ach, genau das habe ich gewusst. Genau das habe ich gewusst. Schauen wir mal, vielleicht resetten die wieder. Aber wenigstens ist der Klingelmann da schon weg. Okay, der resettet. Sehr gut. Okay, der ging gut. Jetzt kommt der andere runter. Genau, komm her. Komm her raus hier. Du brauchst dem gar nicht helfen. So, okay, dann werden wir den mal rauspullen.
ist der auch down? Sehr gut. Titanitbrocken. So, schauen wir, was hier noch gibt. Hier unten müsste es eigentlich clean sein. Hoffe ich mal. Also hier schießt wieder irgendjemand runter oder sowas. Loot. Okay. Hier ist nichts. So, zwei Ritter down, zwei haben wir auch erledigt. Schon mal hier hoch. Hier ist nichts. Okay, das ist die andere Seite. Auf der gegenüberliegenden Seite war der Shortcut. Genau, haben wir geöffnet. Leuchtfeuer wäre jetzt mal cool. Ein schönes Leuchtfeuerchen. Okay, da oben ist ein Boss drin. Den werden wir natürlich noch nicht reingehen. Ich will eigentlich erst einen Aufzug. Aufzug. Geht's aber weit runter. Hier geht's aber weit runter. Ah, ha. Schauen wir mal, ob wir irgendwo rausspringen können, wenn so ein geheimer Gang irgendwo ist. Okay, der Shortcut ist auf jeden Fall schon mal offen. Tür. Komm, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Alles klar. Oh, hier sind Leiter. Gehen wir gleich mal hoch. Also Brocken findet man schon sehr viel jetzt. Ich poliere jetzt mal. Ich weiß nicht, was die können da drüben. Ob das normale Gegner sind oder nicht. Obwohl, ich hätte nur eine Armbrust, gell? Mei. Ach komm. Lass normal machen. Oh, ey. Immer diese kleinen Scheißgegner. Backstep. Großaxt. Jetzt kommst du dran, mein Junge.
Nein, Jung. Werde ich nicht, du musst sowieso sterben. Oh, was ist das? Okay. Erstmal schauen, bevor ich hier runterspringe. Wieder in meinen Tod springe. Gib mir Loot, Loot. Ritterring. Schauen wir uns doch gleich mal an, den Ritterring. Wenn ich ihn dann gleich finde. Ritterring erhöht die Stärke. Oh, 5 Stärke wird erhöht. Aber... Ein Ring mit dem Porträt eines Ritters erhöht die Stärke. In Lothric gilt der Ritter seit langer Zeit als eine der 3 Säulen der Herrschaft eines Königs. Er genießt daher das Privileg der Drachenhaltung. Oh, der ist immer richtig geil. Maximale TP. TP aus der maximale Belastung. Hau den jetzt mal rein. Das ist 5 Stärke, das ist schon extrem. Dann können wir gleich an dem ausprobieren da. Scheint ein bisschen stärker zu sein, weil der hat rote Augen. Rote Augen heißt immer stärker. Mit dem Scheiß da. Keine Mimik. Titanic-Schuppe. So. Am Altar des Sonnenlichts beten. Gelobt sei die Sonne. Praise the Sun, sage ich nur. Das wollte ich jetzt nicht. Wechseln. Praise the Sun. So. Können wir hier auch machen. Shortcut eventuell. Ja. Genau, das war ja vorher die Tür, die vorher verschlossen war. Okay, aber der bringt eigentlich nicht viel. Oder kann man hier noch woanders hingehen vielleicht? Jetzt werde ich auf jeden Fall mal hier lang. Ich habe gesehen, dass man hier runterspringen kann, glaube ich. Oh nee. Schon wieder. Reichweite hast du auch nicht, dass du die hochschlagen kannst. Die sind wirklich aus dem Drachen rausgewachsen. Die Dinger. Die
war hier auf der anderen Seite schon. Aber die machen echt gut Schaden, die Pfeile, kann man nichts sagen. Wahrscheinlich durch den Bogen auch. Ja, yeah, stirb. Komm, ein Schuss noch. Okay. Ah, Titanitbrocken und Glut. Verlierst du da viel Leben, ey. Ein Ding gerade an. So, hier bitte noch was. Hier bitte noch was. Was? Gerade irgendwas gehört. Folian von Lothric. Cool. Mehr Zaubersprüche. So. Ist auf jeden Fall eine Mimik. Habe ich schon gesehen. Die Mimics. Gut, gerade Sonnenlichtschwert. Also meine Ausdauer ist jetzt schon langsamer, gell? Weil ich hier den Ring auch nicht mehr dran habe. Es dauert jetzt schon ganz schön lange, bis sich die Ausdauer wieder auffüllt. Muss ich schauen, dass ich eventuell doch wieder umswitche. Gehen wir wieder hoch. Die Gegner sind ja eh schon alle down. So, da ist Boss drin. Zum Boss will ich jetzt aber noch nicht. Eigentlich das Gebiet noch fertig anschauen mag. Das sind Leuchtfeuer, cool. Leucht die Feuerwehr, cool. Münze. Titanitschuppe. Ach, ich bräuchte meine Schorle.
der Tränensteinring. Verstärkt Angriff bei geringen TP. Ich glaube, wenn wir doch jetzt aber wieder den rantun, weil der gefällt mir eigentlich besser. Okay, gehen wir weiter. Hier ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Ein großer sogar. Schauen wir uns der hinführt. Vorrichtung bewegt sich nicht. Hä? Warum nicht? Na gut, das würde ich sagen. Schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an, warum sich dieser Fahrstuhl nicht bewegt und ob es da vielleicht irgendwo einen anderen Weg noch gibt. Wenn euch das ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, praise the sun und bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Andi.